So, guck mal, jetzt haben wir einfach in anderthalb Minuten das gemacht, was ich, bevor ich jetzt gerade vor einer halben Stunde gebraucht habe. Aber egal. Ich habe einen Schlüssel geholt, oder? Ja, ja. Gut. So, wechseln wir mal zum Schwert, denn ab jetzt wird bestimmt gekämpft. Kaping! Ich wollte mich nur schon mal vorwarnen, aber ich komme jetzt rein. So. Hallo! Bombs, Bombs! Dann sind die aus dem... Hallo! Dann sind die aus dem Museum, die können nichts. 11%, oder? Oh, schon mal gut. Klong, klong. Ich mag das Geräusch mega. Nochmal zwei von den Fettsäcken. Peter! Oh, oh. Scheiße. Komm, geh kaputt, geh kaputt, Dankeschön. Gut, jetzt können wir hier mit Dan ordentlich für Krawall sorgen. Machen wir erstmal alles kaputt, würde ich sagen, ne? Na, warte, wir können aber erstmal so ein bisschen vielleicht mit der Axt ein bisschen vorfühlen. Wo ist das Mädchen? Wo ist das Mädchen? Hallo! Schön Mädchen mit der Axt bewerfen. Hör auf damit. Hör auf! Warum kann ich dich nicht treffen? Uncool. Okay, gut. Habe ich verstanden. Ich brauche den Hammer. Bums. Warum kann ich dich hier nicht töten? Weil du ein Kind bist, oder was? Ah, für eine Kacke. Also nicht, dass ich das bestreben habe, aber... Bums, Bums. Komm. Geh weg. Gut, da könnte ich jetzt rein. Ich gehe aber erstmal hier entlang. Auch nochmal ein Mädchen. So. Mal den einen Arsch hier mal kaputt. Achso, ich komme da gar nicht rein. Lustig. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal doch in den durchgebrochenen Bereich da. Okay. Er muss sogar laden. Ja, holla, die Waldfee. Da muss ja schon krass sein. Das ist aber keine Seelenkelch-Kram, deswegen ist mir das eigentlich egal, ob die jetzt hier ist oder nicht. So. Wie? Ist die Betäubung schon wieder vorbei oder was? Ja, für einen Schwachsinn. Ach, guck mal, jetzt kommen wir nach unten. Cool. Ja, für den hier muss man das Schwert auf. Du gibst mir ganz viel Lebenselixier. Ja, gut, da können wir jetzt nicht rein. So. Okay. Guck mal, das schaffen wir sogar, ne? Endlich kommen wir die Treppe hoch. Okay. Ist hier noch was? No. Wo kann ich irgendwie schieben oder so? Ne. Da oben ist ein Mädchen noch, okay. Und so ein Typ. Was haben wir hier noch im Angebot? Da ist nur ein Mädchen. Okay. Pack deinen Hammer da weg! Pack. Hör auf ihn zu küssen! Der eine war viel entspannter zu erledigen. Ha! Hab dich. So. Aber ich weiß noch nicht genau, wo ich erst lang gehen soll. Scheiße. So. Ich habe ein bisschen rumspioniert. Hier wimmelt's von Vampiren. Sie sind immun gegen alle Waffen. Du musst also einen anderen Weg finden, um sie zu besiegen. Ich schaue mich schon mal weiter oben um, während du hier beschäftigt bist. Ah, okay, okay, okay. Das sind, sind die Mädchen schon die Vampire oder was? Okay, schade. Die ist ja ein bisschen kaputt machbar aus, die Tür. Ja, kaputt machbar. Nicht zerstörbar. Ah, da geht's gar nicht lang. Ja, okay. Und mal kurz das yelled. Aha, Sesam, öffne dich. Muss einen anderen Weg finden, aufspießen. Sonne, 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 Sonne. Seelenkelch! Ah, wie du lebst doch, was soll das? Okay, es gibt tatsächlich Seelenkelch-Energie, das ist super. Oh mein Gott! Jetzt zieht ich viel zu viel ab! Habt ihr Lack gesoffen oder was? Heiliger Bimbam! Okay. Da habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich.
Ah, guck mal, die nächste Tür öffnet sich. Cool. Ich hoffe, ich kriege jetzt aber mal so einen kleinen Lebensbrunnen. Weil ich habe zwar noch ein bisschen was an Energie. Aber dieser Raum zum Beispiel, der führt mich noch weiter irgendwo rein. Was ist das? Oh! Okay, ich bin dabei. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung, hier lang zu gehen. Kann man da oben noch? So ein Hammer-Typi? Der soll weggehen. Dann kann ich ihn besser töten. Hör auf, dich mit mir mitzudrehen. Das ist uncool. So. Ui. So treffe ich den wenigstens. Deswegen mache ich das jetzt so. Ich finde das auch echt nicht cool, dass die Gegner blocken können. Das nervt ein bisschen. So, weg mit dir. Okay. Gut. Immerhin, eine Lebensflasche ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Und da oben geht dann gleich wahrscheinlich die nächste Tür auf. Okay. Wo ist hier das Sonnenlicht? Okay. Ich kann sagen, das ist ja ein schweres Rätsel. Aber so leicht ist es eigentlich offensichtlich tatsächlich nicht. Ich brauche die Kiste da oben, ne? Kann das sein? Ah, okay. Ach, für den Transport, ja, alles klar. Ah, Mann, ey, wenn da einmal der Rhythmus nicht stimmt von den Schlägen, ne? Ach, ich musste einfach nur zeitlich überleben. Ja, okay. Dann geht's ja noch. Okay, also das Rätsellösung habe ich schon begriffen. Schon, ja. So, wenn wir einmal so machen, zack. Jetzt können wir nämlich den Sack da drüber schieben. Nein! Oh, fuck. Guck mal, hier bin ich, hallo. Kommst du hoch, oder was? Kommst du hoch? Ja, nee, kommt er nicht, okay. Ja, und jetzt bin ich jetzt tot, oder was? Die Tür ist doch zu. Wie krieg ich denn den da jetzt da hoch, bitteschön? Ah, okay. Na, Leute. Jetzt krieg ich das nicht mehr runter, oder was? Achso, ich hab's wohl ein bisschen blockiert. Ruf da. Ja, dankeschön. Einmal ganz nah ran. So, zack. Von der Seite einmal. Geht das Ding nochmal hoch, oder was? Oh, ist es zu schwer jetzt dafür? Das gibt doch erst keinen Sinn, sorry. Willst du mich eigentlich verarschen, oder was? Ja gut, man muss also warten, bis das Ganze unten ist und dann darf man da was drauflegen. Immerhin habe ich das Prinzip begriffen. Die Kirchenglocken, 10 Uhr haben wir jetzt. Mein Gott, ich verbringe schon viel zu viel Zeit in diesem Level. Eindeutig besiegt. Ha, endlich. Oh mein Gott. Und sobald ich da drauf gehe, geht das Ding wieder runter und dann funktioniert es wieder nicht. Oh, okay, hat doch noch funktioniert irgendwie. So. Jo. Und jetzt burn, motherfucker! Ich verpiss mich jetzt. Kannst mich mal. Ha! Geht doch. Da fliegen nur die Einzelteile überall rum. Wie schön. So, okay. Ist das jetzt die letzte Tür hier oben, oder was? Ich muss auf jeden Fall dran denken, diesen verkackten Seelenkelch hinterher einzusammeln. Turnip! Also gibt es hier auch Vampire. Ah, sieht schon auf jeden Fall ein bisschen komplexer aus. Aha. Was ist los? Okay, ich lasse erstmal alles so stehen und liegen. Der Seide. Ach, Geld. Okay, nehmen wir mit. Ich höre einen Lebensbrunnen. Wie schön ist das denn? Wop, 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 wop. Ja, das können wir uns eigentlich schon mal ein bisschen umgucken. Da ist ein Sarg. Da sind Hängemoppets. Ja, okay, das... Ui, und da unten ist direkt noch einer. So. Piau, 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 piau. Okay. Nom, nom, nom. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, gucken wir nochmal, ne?
Nein! Tut mir das doch nicht an, ihr Vollidioten! Ich hau ab. Komm ich mal. Ja? Haut jetzt wieder ab, oder was? Komm, geh wieder schlafen, ihr Penner. Danke. Ach! Da ist er nur weiter schlafen gegangen! Warum? Ihr könnt euch gerne gegenseitig töten, das ist das nicht. Wofür sind diese Balken da? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Okay. So, den kann ich eigentlich da runterschmeißen, ne? Ey, willst du mich eigentlich verarschen, oder was? Das ist doch erbärmlich, ist das. Ja, folg mir doch. Ihr Penner. Hä? Bin sie ja schon... Hä? Ich verstehe es ernsthaft nicht. Oh. Huch. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, okay. Jetzt muss man nämlich in die Sonne reinschieben. Burn, motherfucker! Das ist so gemein eigentlich. Das tut mir echt ein bisschen leid auch, der Vampir. Okay, ich glaube, der letzte Vampir, bevor ich den Seelenkelch holen kann. Hoffe ich zumindest mal. Ich weiß nicht genau, wie viel die bringen. So, ich hoffe mal, es passt auch so. Oh, nerv mich doch nicht. Ich gehe mir doch nicht auf den Sick. Es wäre lustig, wenn der genau auf so einen Balken fallen würde. Aber da würde der ja ratzfatz runtergehen. Hyperaktiv, wie die Leute sind. Die Leute wollen los. So. Und jetzt auch runter mit dir. Kapeng. Und auch du wirst in die Sonne geschoben. Boah, es ist eigentlich absolut brutal, finde ich. Ja, der Kelch kann jetzt eingesammelt werden. Immerhin etwas. Eieieiei. So, M&Ms. Genau, erstmal zurückgehen. Kannst du sagen, passt er jetzt nicht mehr durch, oder? Bist du fetter geworden? So, mal kurz mal gucken, wo der Kram war. Achso, hier war der Haupteingang. Okay. Ach, da ist er ja schon. Kelch der Seelen. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt ist. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Ich glaube, der 7. könnte das sein, oder? Kurz durchgehen. Erstmal Museum, klar. Dann, ich glaube, Kensington kam danach. Was hat sich denn jetzt geöffnet für eine Tür? Fuck. Also Kensington. Dann kam der Jahrmarkt. Das war der 3. Kam dann schon ein Observatorium? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr. Was kam denn dann, Herrgott, nochmal? Also Jahrmarkt auf jeden Fall. Und danach kam noch irgendwas. Woran ich mich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern kann. Ja, bei Observatorium kann sein. Kam dann schon, oder ist das erste 6.? Das kann auch... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich gehe jetzt die Waffen durch, ich will es doch wissen. So, das habe ich zuerst bekommen, dann den Hammer. Also, Axt war auf jeden Fall auch mit dabei. Das Schwert, da habe ich schon mal 4, 5 und 6. Okay, 6 Kelche haben wir. Das war jetzt gerade der 7. Gut, also 2 darf ich noch. War jetzt wichtig zu wissen für mich. Ich habe sogar gar nicht darauf geachtet, welche Tür sich jetzt geöffnet hat. Okay, die war es offensichtlich. Alles klar. Okay. Aber eigentlich ist das Level doch ganz cool. Also, komme ich da jetzt ja nicht mehr so gut dran erinnern. Nur, dass ich hier echt Probleme hatte. Ach so. Ja gut, das wusste ich jetzt nicht. Kommst du auch bitte runter jetzt hier. Dankeschön. Es ist sehr nett von dir. So, jetzt dann nochmal Jans hoch. Dann machen wir direkt erstmal Licht an. Licht aus. Ah, und da hinten ist der Sarg. Oder zumindest einer der Särge. Na, da oben! Bist du eigentlich des Wahnsinns, oder was? Oh! Ah, ich trinke mal einen Schluck Kaffee in der Zeit. Der Jute Senseo. Schön mit einer Hand der Sprungsteuerung Herr werden.
Klappt auch nie immer. Nur samstags. Ja gut, ich muss runterschmeißen, ne? Geht halt kaputt. Kapef! Ah, okay, da war ich, sehe ich schon, was ich da ein bisschen kacke gemacht habe. Ich mach die auch gleichzeitig. No risk, no fun. Everyone. Kann ich jetzt hier von hier aus noch irgendwas Cooles machen? Nö. Nö. Okay. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich tun muss, hier, um ehrlich zu sein. Ah. Ich denke mal, das kleine Ding brauche ich natürlich auch, irgendwie. Fuck! Keine Ahnung wie, aber ich habe es noch geschafft. Jetzt aber hurtig. Wenn wir hier dicht machen. So. Okay, jetzt habe ich mich hier. Jetzt kann ich mich hier ganz in Ruhe darum kümmern. Ich denke mal, ich muss die mit Hilfe des Steines hier irgendwie auf den Ding da oben kriegen. Hallo, was geht? Verfolgt ihr mich jetzt? Ja, cool. Ah! So. Penner. Ach, sehr cool sogar, ja. Ah, scheiße, da hab ich ein bisschen Kacke gemacht jetzt. Ja, komm, hau mal ab. Wir müssen nur ein Stück von der Weide entfernen. Oh, bist aber müde, ne? Kannst gleich für immer schlafen. So, und du verbrennst doch jetzt hoffentlich, oder? Ja, er brennt. Es hört sich zumindest... Ach du Scheiße, du fällst ja runter. Da wird auch direkt der andere nervös. Ja, komm mal her hier. Oh, Spaß zusammen, so ein bisschen. Ja. Okay. Oh, ja gut. Nein! Bleib doch hier. Ja. Schon in Ordnung. Ja, komm bitte da drauf. Ja, dankeschön. Was machst du da? Das ist keine Ahnung. So, hier bin ich geschützt. Da kann er von mir so brennen, wie er will. So. Und dann müsste jetzt hier eigentlich das nächste Türchen aufgehen, denke ich mal, ne? Ich bin schon echt voll in Weihnachtsstimmung, ne? Richtig cool. Ich stehe da voll drauf. Habe mir schon jetzt immer... Genau, als ich den Adventskalender vorbereitet habe, habe ich mir schon ein bisschen Weihnachtsmucke angehört. Also halt meine typische, ne? Wie ich seit 400 Jahren höre. Ey! Ach so.